Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt heute Abend in der UEFA Nations League gegen die Ukraine. Nach den bisher sieglosen Spielen in diesem Jahr geht es in Kiew für das Team von Bundestrainer Löw vor allem darum, wieder einen Erfolg zu verbuchen. Die Heimreise aus dem Corona-Risikogebiet wird die Mannschaft direkt nach der Partie antreten. Das Erste überträgt das Spiel im Anschluss an diese Tagesschau. Keine 36 Stunden wird sich die DFB-Auswahl in Kiew aufhalten. Es ist wie ein Spiel auf der Durchreise. Allerdings hat der viermalige Weltmeister einiges gut zu machen. Die Auftritte zuletzt riefen große Kritik hervor. Bundestrainer Joachim Löw benötigt deshalb dringend ein positives Resultat. 20.000 Zuschauer sind für die Begegnung zugelassen, mit Abstand und Maske im Stadion. Das ist die Entscheidung hier von Gesundheitsbehörden oder vom Bürgermeister Klitschko, glaube ich, was ich gehört habe. Löw setzt heute auf einen Block aus Spielern des FC Bayern München, die, ausgestattet mit 5 Titeln, dem Team Selbstvertrauen und Stabilität geben sollen. Der letzte deutsche Länderspielsieg liegt fast ein Jahr zurück. Kapitän Manuel Neuer saß damals auf der Bank. Heute wird er wieder zwischen den Pfosten stehen. Die Statistik spricht klar für die deutsche Mannschaft. Bei 6 Duellen mit der Ukraine gab es 3 Siege und 3 Unentschieden.